So, servus und willkommen zu Tour am Bayern. Ich bin wieder in der Isarebene und zwar ziemlich am Rand von der Isarebene und das ist ein Mittelalterfeld. Da habe ich so schon zwei, drei Fibeln rausgezogen und auch eure Mittelaltermünzen. Ja, ich habe mir Verstärkung geholt. Boing. Der Markus wieder. Der Markus wieder, genau. Den habe ich mir mitgenommen, weil das Feld ist riesig und da sind zwei Leute fast noch zu wenig. Gut, wir sehen uns beim ersten Fund. Bis gleich. Und da haben wir den ersten Fund, ein Ringerl. Genau, und zwar schon was Älteres. Man sieht, das ist Schäpsgrumpen irgendwas. Aber was? Keine Ahnung. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Aber ein schönes, was wird das sein? Mittelgroße. Irgendwas in der Richtung. Ein Ringerl. So, jetzt haben wir den ersten interessanten Fund. Und zwar, ja, was ist? Ein Beschlag ist. War sogar vergoldet. Das sieht man irgendwo auf der Seite. Da oben sieht man nur so Goldspuren. Ja, weiß gar nicht, ob man es im Video sieht, aber ist egal. Und hinten, ja, Nupsel zum Festmachen. Jetzt, so krumm und schief wie der ist, ist er nicht aus der Maschine raus. Weil eine Maschine da jetzt da, da anders ausschaut. Ja, da kann man es ein bisschen sehen. Jetzt sind wir ein bisschen am Rand. So schaut es her. Ja, keine Ahnung, was war. Naja, ein Beschlag. Machen wir einen Live-Dick. Ja, stellen wir hin. Da wächst der Wachs und da dickt er live. Da wächst der Wachs. Oh, schon beim ersten Aufheben. Kaum, dass du ihn erhebst. Ja, das ist das Problem, genauso umgekehrt. Zu leicht. Das ist zu leicht, das Ding. Das ist was Besonderes wäre. Gegen Karies. Warte mal. Gehen wir noch ein bisschen ein Tröpfchen. Also ich glaube, da braucht schon ein Tröpfchen. Mit Handschuhe bist du einfach ein Depp. Ja, schon gern. Jetzt kommt noch ein Nagellack. Achso, Moment, erst füllen die Pipette. Was jetzt? Habe ich noch so Handschuhe? Ja, Moment. So, jetzt musst du trocken rubbeln. Muss ich schon trocken rubbeln? Scheiße, ich sehe nichts. Sieht man nichts. Das ist aber nichts Altes, weil es leicht ist. Aber er schimmert schön. Er schimmert schön, ja. Also, gehen wir mal, jetzt machen wir mal du so. Warte mal. Schaut euch das an jetzt. Ganz geht schon weg. Ah. Ich weiß schon, das macht man normalerweise nicht so. Ja, scheiße, Reis ist gesehen. Aber so alt ist es jetzt auch nicht. Nein. Silber ist auf alle Fälle nicht. Oh, es könnte aber schon was Interessantes sein. Alte Mark oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Nicht im Entferntesten. Schibi, schibi. Scheidemünze vielleicht oder was weiß ich. Irgendwas in der Richtung. Ja. Also irgendwie so halbrund das Ding. Ja, schon. Münzmäßig rund. Münzmäßig rund. Kreuzer. Jetzt habe ich einen schon. Ja, da steht's. Steht's? Ich glaube, ich habe gerade Kreuzer gelesen. Aber kein Silber. Macht nichts. Doch, Kreuzer. Hier steht. Kreuzer 1847. Was zum Kreuzer? Österreicher! Moment, ein Österreicher! Küsst die Hand! Wir haben Majestät! Wir haben einen Österreicher gefunden! Nein, ist wirklich einer. Doppelkopf! Kommt jetzt der da her? Ah ja. Irgendwo da zusammenrammen müssen. Also ein Österreicher! Er muss sich ein. Und ich finde was. Was haben wir hier? Einen Knopf. Und zwar getrieben. Getriebener Blechknopf. Also Kupferblech. Nichts Besonderes. Öse fehlt. Bilde mir ein, was zu sehen. Bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Naja, ein Knopf. Was haben wir da? Ein Mordstrom. Ich dachte erst, das wäre Blei, weil es so schwarz ist. Nein, es ist Kupfer. Ein Mordstrom Kupferschlocke. Das ist natürlich schon wieder interessant. Weil so Schlocken sind eigentlich ein Beweis, dass hier auch was verarbeitet worden ist. Weil sonst darf das da nicht so umeinander liegen. Naja, das ist sogar ein Riesenteil. Ne? Einmal. Kupfer. Guten Fund gerade. Ich gehe mal so her. Wieder dreht sich und dann sind wir wieder im Schatten. Genau. Also, einen kleinen Ring mit Stein. Stein. Das ist ein gutes Ring. Genau, das ist gut. Das wissen wir nicht. Aber hauchdünn, gell? Ja, mein, das sind halt diese Kimmis. Kinderschmuck. Aber er ist unten glätt, so wie es ausschaut, weil das da zusammengelaufen ist. Aber schön. Immerhin ein Ring. Schön. Nochmal in die Kamera.
Das ist bestimmt der Diamant, bin mir sicher. Ein Rubin. Ein Knopf. Ja, wie gehabt. Mit Stahlfüllung. Ganz ekelhaft. Ja, Klassiker. Ja, ich habe schon wieder die Lizenz zum Heimgehen. Maximilian König von Bayern, 1800, schieß mich tot. Einmal Silberkreuzer. Und jetzt müssen wir noch drehen können. Ja, da sieht er den Knaben, zumindest am Hals. Ja, genau. So, der Bayerische Trostpreis, wenn es um Silbermünzen geht, den hören wir schon mal. Gut, und dann schauen wir mal weiter. Ja, okay, was haben wir da? Ein Haftel, und zwar noch komplett bei der Hand. Das ist ein Stück Draht und da wurde gebogen und das ist quasi dann zum Zumachen von einem Dirndl, sind da die Schleifen durchgekommen. Und da muss man aufpassen wie der Haftelmacher. Genau, und das ist das Problem, dass die Dinger wahrscheinlich schnell kaputt gegangen sind. Ja, weiß. Ja, das sind einmal ein Haftel. Ups, jo, was haben wir da? Ja, das wird wohl ein Verschluss gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob er zerbrochen ist. Kann sein, muss aber nicht. Vielleicht war das ja so ein Haken, den man sich irgendwie gegenseitig angehabt hat. Ja, Alter, weiß man nicht. Was wird das sein? Wird man wohl nie erfahren. Ein Verschlussösenhaken. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir ein bisschen gelaufen und was haben wir gefunden? Jawohl, ja, einen Ring und zwar einen sehr christlichen Ring. Nicht sonderlich alt, da gelötet. Hier mit Balkensepp drauf und ja, noch schön bei Rand. Wunderbar, ein schöner, ja, vielleicht 100, 150 Euro Ring. Cool. Ein Ring. Pfeifendeckel. Haha, ja, das ist auch einer. Aber nicht der kleine Pfeife, aber immerhin ein Pfeifendeckel. So, Location-Wechsel. Wir haben einen, na, ich sag mal, Bücherverschluss. Florales Muster drauf. Gegossen. Ja, schaut schon ganz nett aus. Mal immer sauber. Kann was etwas sein. Einmal. Kopf. Wir haben hier, jawohl, eine Deutsche Mark 1969. Ja, richtiges Geld noch. Und das liegt ja einfach so noch auf dem Feld. So, dann nehmen wir es halt mit. Eine Mark. Ja, was haben wir da? Ein verzierter Bücherverschluss, sag ich mal. Naja, könnte schon sowas in die Richtung sein. Da ist Leder dazwischen, Haken. Ja, wird schon sowas sein. Ja, sieht ganz nett aus, aber es war nicht alt. Wir haben wieder eine neue Genehmigung. Wir sind einfach irgendeinem Bauern hinterhergelaufen und er hat gesagt, ja, freilich, darf's gehen. Und es hat sich schon rentiert. Ja, was haben wir denn da? So ein Kreuz in der Form und Größe habe ich noch nie gesehen. Unten ist Art Bohrung, vielleicht wohl was befestigt, ich weiß es nicht. Oben aber auch eine Bohrung, dass man sich umhängen kann. Und hinten mit Beschriftung. Das ganze Ding ist gegossen, also schon von der Verarbeitung kann es auch älter sein. Ich weiß es nicht. Aber es sieht sehr cool aus, mir gefällt. Ja, Fund des Tages von meiner Seite. Besser wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Ein wunderschönes Kreuz. So, ja, hier der allseits beliebte Mirechtspenning 1876 und da drüben kommt gerade der Markus und der hat was ganz was Besonderes gefunden, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, ein Reichspenning. Da, ich kann immer noch nicht zeigen, was er gefunden hat, also wurscht, aber in der Zwischenzeit sondel er mir auf seiner Spur alles weg. Was habe ich da? Einen, das ist jetzt eine Sache, die ich nicht oft gefunden habe bisher, aber immer wieder, ein Teriak-Verschluss. Warum sehe ich das? Sieht jetzt aus wie der Heiliger, aber siehst du es hinten, eindeutiger Verschluss, ist auch aus Blei. Ja, das war ein Heilmittel aus Venetien oder aus Venedig, das ist da quasi produziert worden. Und die kann man sogar bestimmen bis aufs Haus genau. Ja, da gibt es hervorragende Tabellen. Ja, da freue ich mich schon drüber, was was. Hat was. Ein Teriak-Verschluss. Jetzt haben wir ihn da, Tagessieger, so sehen Sieger aus. Warum? Jetzt sieht ihr mal das Teil dazu. Was haben wir denn? Jetzt muss ich das irgendwie so machen, dass man so sieht. Gell? Haben wir einen Siegelring. Ein und Reiter zwar einen richtigen Jannen. Und ist drauf.
Das Reiter von der Pferd, genau. Sehr schön. Wie alt? Kann man schlecht sagen. Solche gibt es, die sind irgendwie 200 Jahre alt. Und es gibt welche, die schauen genauso aus und die sind römisch. Ja, ist wirklich so. Weil ich habe auch schon ein, zwei gefunden und jedes Mal da gesagt, naja, das ist ja neuer, aber die können auch wirklich alt sein. Und der schaut auch schon wirklich richtig handgemacht aus. Sehr schön. Reiter mit Pferd oder Pferd mit Reiter. Nachdem. Ja, und einen Fingerhut hat er auch noch. Das Metallkondom für die Klonen. Richtig. Das wird Finger gewesen sein. Ne? Oh Gott sei Dank. Aber das Ding ist wirklich cool. Da konnte ich nicht mithalten. Saugeil. Na, freut mich. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt muss ich mal schauen. Die musst du jetzt den jeden Tag tragen. Gell? Das weißt du ja. Der passt. Ja, und der wird es doch nicht erfurzt. So, komm her, komm her. Gung, Pferd. Ja, der Markus war wieder geil. Da noch zugeschlagen. Super. Na, freut mich. Schauen wir mal, vielleicht schaut sich noch was aus, aber ich glaube, jetzt werden wir dann abdampfen langsam. Das ist alles meins! Sehr netter Bauer, sehr freundlich. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ey. Den haben wir jetzt gleich nochmal angehalten und haben nochmal ein bisschen was gezeigt. So, machen wir mal weiter. Ja, da lacht das Feld und gibt mir noch eine Quatschen in Form eines 5-Pfennig-Stücks sind wir hier. Naja, 5 Pfennig. Und das ist immer so, wenn ich Blätter herrede. In dem Moment kommt dann auch der gute Fund. Ja, das habe ich nicht mehr nur gehabt. Ja, was ist denn das? Es sieht alt aus. Es ist ein W oder ein M drauf, je nachdem, wie man das Ding dreht. Und von den Radien her könnte es ein Schröpfbecher sein. Also quasi so pup. Ja, und das ist wahrscheinlich sogar einer. Da habe ich bis jetzt noch keinen gefunden. Markus hat es gewusst, der hat es mir gleich gesagt. Aber das kann schon einer auch sein. Coole Sache. Schriftbecher. Mit Markierung. So, geil. Ein Schriftbecher. Auf dem Weg nach Hause. Gut geschwenkt und gefunden. Ein gegossener Heiligenanhänger. Wo und woher kann ich jetzt gerade nicht sagen. Schaut jetzt irgendwie nicht nach Altötting aus, aber man weiß es nicht. Ich mache ihn einmal sauber. Ein Heiligenanhänger. Jupp, gibt es nochmal eine Fundzusammenfassung. Was haben wir denn da? Besser nicht zeig. Wie ist besser nicht zeig? Der besagte Siegelring. Fingerringe zum Saufüttern. Was ist denn das da? Ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Irgendwas da mit. Ist, da ist irgendwo ein Muster drauf zu erkennen. Oder was? Nein, es ist zu dick für eine Münze. Ja, schaust du mal an. Der war so ein Knopf. Ja, das ist ein Mensch. Hier, wunderbar. Wir sind leeren. Oh, schaut euch das an. Richtig geil. Keine Ahnung, was das haben wir aber. Das hier war, weiß ich noch nicht. Das machen wir selber mal. Ja. Und da vorne ein Segment von einem Ledergürtel. Zwischen den langen Segmenten waren diese Hufeisen. Mhm. Super geil, coole Sache. Und da haben wir den Müll. Ja, bloß, dass man setzt, da fällt ein bisschen was anderes auch noch raus. Ja, so. Da fährt der Bauer, Tag 2. Und er hat schon angesehen. Aber ganz fairer Typ hat gesagt, ja, angesehen, darfst schon drüber gehen. Wunderbar, was haben wir hier? Bumm. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt im ersten Moment nicht, weil es sieht jetzt nicht aus wie ein typischer Reichspfennig. Ja, gute Frage. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, also irgendwie klingelt es jetzt da nicht zwecks Reichspfennig, das kann auch was anderes sein. Ich mache es mal sauber und zeige es nochmal her. Unglaublich geiles Feld und schon wieder, ich habe Silber und zwar Landminz, bayerisch, 1809. Ja, ziemlich oxidiert, ganz eigenartig, sehe ich sehr, sehr selten bei Silber in der Art. Naja, immerhin Silber. Könnte ich schon wieder abgehen. Einmal, ja, was werden es sein? 3 oder 6 Kreuzer. Schauen wir mal. Ja, ich roll gerade das Feld von hinten auf. Ich traue mir keine Aussage machen. Meine Kälte ist keiner, dazu ist er zu dünn. Und es ist jetzt auch kein Mittelalter, weil sonst wäre er quasi gehämmert. Das ist er auch nicht. Ich setze mal ein halber Kreuzer, irgendwas in der Richtung. Aber die Patina hier auf dem Feld ist übelst, total verbacken. Selbst auf Silber. Was das wahrscheinlich sogar ist, ich bin mir aber jetzt nicht sicher.
Naja gut, schauen wir mal weiter. Ein Bar, der fällt. Was haben wir hier? Das ist der Oberteil von einem Schröpfknopf. Kopf, Schröpfkopf, jetzt habe ich es. Und zwar habe ich da schon einen gefunden auf dem Feld, das habt ihr schon gesehen. Und der ist halt arg vom Pflug zerfickt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider. Aber immerhin habe ich einen ganzen und das wäre wahrscheinlich der zweite dazu gewesen. Ja, das hat scheinbar mal ein Bader gehört, das haben sie dann nicht mehr gebraucht, dann ist das ein Feld rausgekommen. Schade. Naja, immerhin. Schauen wir mal weiter. Wir haben einen Bayerischen Pfennen 1810. Noch relativ gut benannt, die habe ich schon schlimmer gesehen. Ja, einen Bayerischen Pfennen. Wenn es nur der kleine Bayerische Trostpreis ist, jawohl, aber es ist Silber Max Emanuel von Bayern, ein halber Kreuzer, so klein wie der ist. Ja, super geil, ein Feld 50 Meter, drei Silbermünzen, das ist eine gute Ratio. Da sollte man weitergehen, ja, wunderbar. Aber hier stimmen auch alle Parameter, Wasser, Kirche, besser geht es nicht. So, weiter geht's. Ja, das freut mich. Das hat man schon lange nicht mehr. Und zwar eine komplette Schlitzrose. Absolut ganz gegossen, so wie sie aussieht. Hinten so ein bisschen uneben. Vorne sehr eben. Ja, eine Schlitzrose. Super, super. Freut mich. Ganz kriegt man die selten. Ja, nehmen wir mit. Ja. Da haben wir einen Bücherverschluss. Ja, mit so floralen Muster drauf. Ja, Alter, kann man schlecht sagen. Ist nicht gewalzt, ich glaube, das ist gegossen. Ja, mein schön. Ich mach's einmal sauber. 100. Wir haben hier einen heiligen Anhänger. Was ist das? Patrona Bavaria. Keine Ahnung. Maria, Königin der Welt, sag ich mal. Das ist so der klassische. Und hier hinten. Sieht ein bisschen nach heiliger Familie aus, wenn du mich fragst. Bin mir nicht sicher. Naja, schöner Heiligenanhänger, gegossen. Das sind immer die richtig tollen. Ja, coole Sache. Nehmen wir mit. Später der Abend, desto ja, schöner die Funde, will man jetzt nicht sagen. Aber ein Zwirkopfrahmen ist es nicht. Dafür ist er außen zu rund. Und für Ringerl, was halten muss, ist er zu gering. Also kann es eigentlich nur ein Fingerring sein. Da ist er fast zu schmal. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war das einmal Mode. Vielleicht haben sie was anderes damit festgehalten. Vollkommen wurscht. Ich weiß es nicht. Ein Brosring. Jetzt haben wir mal was Außergewöhnliches. Zack, was haben wir hier? Ein funky Heiligenanhänger. Außen mit so Dornen dran. Jo, Mutter Gottes in der Mitte, so wie ich das interpretiere. Im ersten Moment. Ah, kann es aber auch was anderes sein. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich irre mich. Na egal. Auf alle Fälle, also Zacken außenrum. Das Ding ist gegossen. Hinten irgendwie was drauf. Keine Ahnung. Schaue ich mir dann gleich an. Ja. Eigenartiges Teil. Das ist so vom Rosenkranz und so ein. Schauen wir mal. Ja, da kann man es besser sehen. Vom Rosenkranz und Verbinder. Wer weiß. Na, ich mach's mal sauber und dann gibt es auf die Backe. Ein Teil. Eigenartiges Teil, würde sagen, ein Buchverschluss. Ja, wird auf das hinkommen. Und je mehr ich sauber mache, desto silberner wird er. Hat es die Dinger auch aus Arsenbrose oder Nickelbrose gegeben? Wer weiß. Ich mache ihn mal sauber und schau mal, was das in Wirklichkeit ist. Was haben wir da? Ein Doppelknopf. Andere würden es auch Manschette nennen. Jetzt warte mal, jetzt drehe ich das Ding um. Natürlich geht es nicht. Ja, und eine Seite ist mit Glas. Und in dem Glas ist noch was zu sehen. Ich weiß bloß nicht was. Weil so dreckert. Ja, schöner Doppelknopf. Mit Glas habe ich auch noch nicht in die Art. Gehen wir mit. Geht unter. Und einer der letzten Funde wahrscheinlich. Ein Knopf. Ja, nichts Altes. So eine Trachtengeschichte war wahrscheinlich sogar. Ne, das ist die Lötung, war nicht versilbert. Ja, wurden industriell hergestellt. Nichts Besonderes, findet man immer wieder. Knopf gewesen sein. Coole Sache. So, ja, super, wieder haben wir heute nochmal gehabt. Und eine hervorragende neue Genehmigung. Da haben wir jetzt wirklich zum Schluss noch richtig was gefunden. Ja, gibt es die nächsten paar Videos. Schauen wir mal, dass wir da nochmal drüber gehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Servus, macht's es gut.